Hinter dir liegen ereignisreiche und ganz wichtige Tage. Erstmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs. Die Frage, die sich alle stellen, der Name ist ja bekannt, Pauline. Inwiefern denn dein aktueller Arbeitgeber bei der Namenswahl vielleicht mit reingespielt hat? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, meine Frau und ich, wir haben uns vor Jahren schon mal einen Namen überlegt und da ist der Name gefallen, haben uns schon entschieden. Also muss ich alle St. Pauli-Fans enttäuschen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich hier beim FC St. Pauli spiele. Muss dazu sagen, wenn es mir hier jetzt nicht gefallen würde, dann hätte ich wahrscheinlich einen anderen Namen gewählt, weil dann ich das ja immer in Verbindung setze mit dem Verein. Aber der Name wurde nicht aufgrund meines Arbeitgebers gewählt. Mutter und Tochter sind wohlauf. Wie hast du denn diese Tage jetzt so erlebt und wie viel Fußball war im Kopf oder war das ganz weit hinten? Nee, Fußball, muss ich jetzt ehrlich sagen, war gar nicht im Kopf die letzten 3-4 Tage und ich denke, das ist auch normal. Ich habe sie natürlich so erlebt, dass es sehr anstrengend war, vor allem natürlich für meine Frau und auch für die Kleine, aber die sind beide wohlauf und deswegen ist alles andere dann unwichtig. Das heißt, man darf ruhig ein bisschen müde sein und ich habe den größten Respekt vor allen Hebammen, den hatte ich schon davor, aber jetzt habe ich selber erlebt, deswegen großer Respekt vor allen, die da im Krankenhaus Schwerstarbeit leisten.